Es gibt so eine Karikatur, schon lange, aus den Anfängen der Gesamtschule. Da sind die Tiere, ein Elefant, ein Fisch, Schildkröte, ein Affe, alles Mögliche. Und vorne sitzt dann der Lehrer und sagt, so und nun unsere Aufgabe, klettert auf den Baum. Und um der Gerechtigkeit zu willen, kriegen alle die gleiche Aufgabe. Und jetzt gibt es ein wunderschönes Buch, das heißt, als die Ziege schwimmen lernte. Und da sieht man jetzt, wie das Pferd am Baum hängt. Ja? An diesem Baumstamm ist jetzt vorstellbar, so ein Pferd guckt da in die Luft, klammert sich da an den Baum. Oder die Ente klammert sich da jetzt an den Baumstamm. Und der Fisch, der versucht, sich daran festzusaugen. Oben sitzt schon der Affe und sagt, ich bin aber schon hier oben. Ja, und dann kommt Schwimmen. Und dann sind andere besser, aber Pferd ist wieder zurück, aber Pferd kann dann ganz gut rennen. Und so müssen wir uns mal klar machen, was wir machen. Wir suchen uns immer die Fehler und dann muss man total viel üben und seine ganze Zeit darin verschwenden, da besser zu werden in dem, wofür man eigentlich gar nicht geboren ist. Also ich bin schon dafür, dass alle lesen und schreiben lernen und eine Grundkompetenz erwerben, in sinnentnehmendem Lesen, in bestimmten mathematischen Kompetenzen. Aber was wir in Schule machen, ist ziemlich seltsam. So, und in diesem Buch kommt dann als letztes Bild die Blattschneiderameise. Die kann man gar nicht sehen, weil die hat so ein riesig großes Blatt über sich. Da weiß man nur, dass sie da drunter sitzt. Und die ist ja wunderbar. Die züchten sich ja Pilzkulturen und machen den Boden 10-mal fruchtbarer im Regenwald und so weiter. Ja, die können total viel, aber sie kann jetzt nicht laufen und springen und Baum hochklettern oder nicht rechnen, schreiben und so. Und die muss dann zur Sonderschule. Und die Tiere, die da alle hingerannt sind, wow, wir gehen jetzt in die Schule und wir lernen, die kriegen dann auf einmal mit. Wir sind gar nicht mehr gut. Die Ente hat auf einmal in Schwimmen eine 4, weil sie gar keine Zeit mehr hat zu schwimmen, weil sie so vieles andere machen muss. Und die Tiere sagen dann, nee, also jetzt reicht's uns und hauen alle wieder ab. So was machen wir auch in Schule. Und deshalb würde die Schule der Zukunft, die Schule der Potenzialentfaltung, die denkt jetzt mal so einen Plan neu. Ne? Und neu gedacht wäre jetzt, wir wissen, Lernen läuft über Beziehung. Wie kann ein Stundenplan so gestaltet werden, dass ein Lehrer nur noch wenige Schüler, also die Klassen bleiben gleich groß, aber nicht mehr 6 verschiedene Klassen hat, sondern mit weniger Schülern es zu tun hat und mit denen intensiv arbeiten kann.